war es eine Katastrophe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerd Pictures. Heute mit Boris Blitz und Santi, der nicht mehr Praktikant, die Casataro. So, Herr Flöth, wie geht's dir? Ja, selbst. Alles klar, für die Leute, die uns schon ein bisschen länger verfolgen, und zwar ist unser Podcast jetzt schon ein halbes Jahr alt ungefähr. Echt? Ja, wir haben ja im August 23 angefangen. Ja gut, das waren random Pausen. Folgen. Das ja, war ja aber erzählt, ich habe die als Folge 1 betitelt. Ja, true. Warte, ich sehe gerade, man sieht meine Mitnahmetüte ein bisschen. Tüte, ne? Ja. So. Ja, alles gut. Ja, gut, Spiele, Messer, Essen, Tüte. Ja, ist doch schön. Hält alles aus. Ja, wir sitzen jetzt in unserem alten, ich wollte schon sagen Set, aber in meinem alten Wohnzimmer. In meinem alten Wohnzimmer ist auch falsch. Nee, in deinem Wohnzimmer. Einfach in meinem Wohnzimmer, also ja. Davor saß mir auch also schon nee, in meinem Wohnzimmer. Also nee, eigentlich sitzen wir in einem Studio, was aussieht wie eine Wohnung. Wir behaupten immer, richtig. Das wäre deine Wohnung. Ist es aber ist gar nicht. Das ist eigentlich ein Set, was wir aufgebaut ja, haben. Ja, richtig. War richtig teuer, die Scheiße. Das war deswegen richtig abonnieren teuer. Und liken. Genau. Weil wir haben jetzt einen Kredit aufgenommen für dieses Set hier. Drei Kredite. Eigentlich hätten wir uns noch ein Haus kaufen können, aber nein. Zwei Häuser. Ja, aber wir wollten dieses authentische Set haben. Wir haben uns halt legit ein Gebäude bauen lassen, wo nur ein Set drin ist, was aussieht wie eine Wohnung. Das war's. Ja, richtig. Sieht mal chillig aus, wenn wir aufnehmen. So. Ja, neben mir habe ich auch so einen süßen Teddybär. Ja, der war auch richtig teuer. Der war wirklich teuer. Das war die Hälfte vom Kredit. Von drei Krediten. Genau, weil ich wollte einfach einen Teddybär mal neben mir haben. Ja. Deswegen. Hast du doch immer in jeder Folge. Ja, okay, dann wollte ich halt zwei haben. Okay, das ist okay. Ich bin mindestens so haarig wie einer. Ja, das stimmt. Ich glaube, du bist haariger sogar als der hier. Safe. 100%. Safe. Ja. Ja. Krass, Alter. Ich habe mir was überlegt. Was denn? Ich wollte heute ein Thema ansprechen. Ja. Das ist nicht für die breite Masse. Okay. Viele werden es nicht verstehen. Kurzform von russischen Namen. Kurzform vom russischen Namen? Ja. Ich habe eine Liste rausgesucht. Ja. Russische Namen, also manche kennt man sowas wie aus Alexander wird Sascha. Ja, oder Alex. Ja, nee, im Deutschen wird da Alex draus, ja. Im Russischen nicht. Ah, okay, ja, stimmt. Das wüsste ich auch nicht. Sascha ist eigentlich ein anderer Name, ne? Ja, und ich habe hier eine Liste. Ja. Und einfach nur von ostexperte.de. Und ich möchte mit dir ein Ratespiel spielen. Oh, komm. Du sagst mir, also es ist hier in Kurzform und Kosename aufgeteilt. Kosenamen brauchst du mir nicht aufzählen, aber mal gucken, ob du nur eine Kurzform erraten wahrscheinlich kannst. Wahrscheinlich null. Null, null, null. Weil die sind so abwegig. Ja. Also, wir haben jetzt Alexander, war unter anderem Sascha, richtig? Ja, ja. Es gibt noch zwei weitere. Kommst du drauf? Kurznamen. Kurzform vom Namen, ja. Sascha? Nee, das ist Verniedlichung, das ist, nee. Ja, okay. Soll ich dir sagen? Aber Alexander. Es ist einmal Shura und einmal Sanja. Sanja, ja, Sanja kennen wir. Ja, genau. Ja, ja, ja. So, dann, ich habe hier noch ein paar, müssen wir jetzt auch nicht ewig machen, aber ich fand es ja, so absurd. Ich fand's lustig, lass machen. Deswegen wollte ich da mal ein paar vorlesen. Ja, mach. Ich will raten, Junge. Anatoli. Anatoli? Ja. Tolja. Ja, und? Es gibt noch einen zweiten? Warum gibt es zwei? Tanja? Tolik. Tolik? Tolik. Ja, okay, ja, hätten wir noch. Jetzt geil, Anton. Antoscha? Torscha. Nur Torscha? Nur Torscha. Habe ich noch nie gehört. Antoscha ist die Verniedlichung sozusagen. Ja, ich kenne mehr so Verniedlichungen, also als... Mein Name. Boris? Ja, was ist die, wie heißt der eigentlich richtig auf Russisch, weißt du das? Boris. Nee, Boris. Boris? Ja, mit A. Ich, okay, krass. So, was ist die Kurzform? Borja. 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 jetzt kommt geil. Ich spring hier mal ein paar. Von Georgi. Georgi. Kommst im Leben nicht drauf. Reaga? Shora. Shora. Mein Vater hieß Gennadi. Ja. Eine Kurzform sage ich dir, die andere muss erraten. Wie hieß er? Gennadi. Gennadi. Die erste Kurzform ist Girna. Girna kenne ich, so ja, hieß so es. Krakadil Girna aus Chiburashka. Ja, mein Stiefopa hieß so. Ja, siehst du? Ja. Was ist die andere Kurzform? Da kommt sie nie drauf. Ich werde nicht mal drauf gekommen. Girna und dann. Nyanya, keine Ahnung. Gursha. Gursha, Alter. Gursha. Wer kommt auf sowas, Junge? Igor. Boah, Igor, so heißt mein Onkel. Oh. Hä? Aber guck mal, Igor ist schon kurz. Warum ja, aber die Kurzform ist länger, aber... Ja, hä, war gar kein... Igarioschka. Garik. Garik? Garik. Igariok ist die Verniedlichung. Garik ist die Kurzform. Garik, Alter, so ein Quatsch. Ivan. Ivanichov. Vanya.
Ah, Vanya, ja, klar, kennt man, ja, klar. Ja, kennt man, ja, muss man kennen. Nikolai. Ist sogar gar nicht so abwegig. Nick? Mhm. Warte, Nikolai, ja, so, jetzt findest du lustig, dass meine halbe Familie so heißt, ey. Er weiß wenigstens, wie du die ansprechen musst, auf Familienfeiern jetzt. Ja, das Ding ist halt, ich, Nikolai ist halt ein Ami, deswegen, ich nenne ihn halt Nick. Also, Kolja. Kolja, ja, klar, Kolja, klar. Der Rest der Familie nennt Kolja, stimmt. Sergej? Ist sogar noch viel länger. Also im Deutschen zumindest. Sergej, boah, das ist Serioja. Ja. Ja. Sehr gut. Stepan. Stepan? Stepan. Ich denke mal an direkt an Verniedlichung. Nee, also, ja, aber was ist die Kurzform? Weil die Kurzformen sind ja das Absurde. Stepan? Stjopa. Stimmt, Stjopa, ja, ja, ja. Stanislav. Stanislav? Mhm. Ja, keine Ahnung. Stars. Ja, also Stars. S-T-A-S. Nee, ohne R. Sternchen hier. So, ich wollte es mal gemacht haben. Ich finde es lustig, denn es hat auch einen Grund. Denn Duolingo ist unser Sponsor des heutigen Podcasts. Digga, also... Ohne Scheiß. Das war ein Scherz. Ja, ein Scherz. Aber keine Scherze über Duolingo. Ich habe Angst, dass dieser grüne Riesenvogel gleich in dieser Tür steht und uns umbringt. Also, ich habe gestern ein Video geguckt. Von deren Social Media? Nee, sondern von dem YouTuber, den ich gerne gucken will. Und der macht halt so Fußball-Stadion-Vlogs. Und der reist halt natürlich dafür halt sehr viel. Ja. Und der hat dann Duolingo-Placement gemacht. Was ja, ist ja naheliegend. Genau, also das ist naheliegend und war auch zum ersten Mal jetzt bei dem, soweit ich weiß. Ey, erstens, die Werbung war echt cringe, aber auch lustig. Aber da war auch dieser grüne Vogel mit dabei. Digga, habe ich dir nicht erzählt, du musst unbedingt den Social Media Kanal von Duolingo. Letzte Woche hast du es sogar gezeigt. Ja, genau. Ne? Ja. Die sind so geil. Ich feier's. Es ist mega cringe, aber es ist mega witzig. Mhm. Ja, es ist schon witzig. Also Duolingo sponsert uns. Es wäre funny. Also ich habe auch jetzt Duolingo heruntergeladen. Ja. Nur ich weiß nicht, welche Sprache ich lernen soll. Ich will gerne Spanisch, aber meine Frau sagt, ich soll Italienisch. Mach Italienisch, dann kannst du wenigstens die Sprachen aus dem Land, wo du herkommst. Ja, fair. Also muss ich einer Frau wie immer beipflichten. Ja, aber ich finde Spanisch eigentlich auch so schön. Ich mag das so sehr. Ist egal, lern erstmal Italienisch, dann kannst du auch Spanisch lernen. Ist fair. Es reicht ja zumindest, eine Portion Pasta bestellen zu können. Ja, das würde ich hinkriegen. Ja, dann 2 Portionen. Genau, und da stolperst. Ja. Dass man eine Zahl auch noch sagt. Genau, ja, und ein Plural bildet. Ja, ich glaube, das würde ich auch sogar noch kriegen. Ja? Ich denke schon. Wie wird's denn? Boah, ich wusste, dass du das fragst. Komm, bestell eine Portion Pasta. Du Google parallel. Due piazzi di pasta, per favore. Ist Quatsch, also ich habe gerade gesagt, 2 Teller Pasta, bitte. Okay. Aber wird man das so bestellen? Wahrscheinlich nicht, nein. Ja, siehst du? Also, Zeit für italienisches Duolingo. Ja, ja schon. Also, ich habe es gerade ein bisschen quatschig erzählt, aber ungefähr so könnte man das machen. Also, die würden dich verstehen. Ja, aber besser als wenn du mit denen Englisch sprechen würdest, weil da verstehen sie sowieso nichts. Da bringen die dir irgendwas. Das Ding ist aber, die machen es nicht boshaft wie die Franzosen. Die verstehen es einfach nur legit nicht. Ja, die verstehen es nicht, versuchen es halt zu verstehen. Aber, ja, genau. Ja. Das Ding ist, wenn du da aber irgendwas auf Italienisch reißen kannst, Junge, du kriegst das Dreifache angerichtet, die lieben dich auf einmal. Ja, genau. Also, das ist so, ne, du hast dir die Mühe gemacht, Franzosen sind Bastard. Du gehst da hin, Alter, du sagst, ja, ich hätte gern ein Ticket in Richtung Champs-Élysées, du wirst erstmal in die andere Richtung geschickt, weil du hast Englisch gesprochen. Ja, ja, ich war da auch mal in Frankreich, also ich war jetzt schon zweimal in Paris, glaube ich. Ja. Ja, doch, zweimal in Paris. Alter, jedes Mal, wenn man da Englisch spricht, wirklich, du wirst so blöd angeschaut, ne? Auch so richtig so nach dem Motto, so, ja, warum, was machst du hier so? So, geh wieder weg. So, ich denke mir so, Alter. Das sind voll die Assis. Lass uns doch einfach kommunizieren. Nee. So. Die haben so einen Nationalstolz, das ist nicht mehr normal. Ja, das ist absolut krank. Die dürfen ja bei Behörden keine anglifizierten Wörter benutzen. Also Streamer ist ein Begriff, der verboten ist. Also die müssen dann quasi die französische. Ja, was dann so ein Wort ist, genau. Ja. Boah, Alter, auf Französisch Zahlen aufsprechen, so, ne? Digga, ja, ist einfach Mathematik. Die Konstellation. Ja, aber es gibt noch schlimmere Sprachen, habe ich letztens gesehen, irgendwo Isländisch war, also ist komplett am Arsch. Aber Franzosen so 99 heißt 99 heißt 4 mal 20 plus 10 plus 9. Was ist falsch mit euch? Ist wirklich so. Deutsche genauso, was ist falsch mit euch? Alle Länder der Welt, erst die 10er-Stelle, dann die 1er-Stelle. Ja. Deutschland 39. Digga, ohne Witz, guck mal, das triggert mich komplett immer, wenn ich zum Beispiel mit Leuten spreche oder sagen wir Italienisch oder Englisch, Russisch, ne? Weil dort ist ja immer so, zuerst die 10er-Stelle und dann die 1er-Stelle, ne?
Ja. Ja, Mathematik war eben so ein Thema bei mir. Und dann verwechsel ich das manchmal so, oder weißt du, oder dann brauche ich kurz eine Sekunde länger zu überlegen, ja, ob ich das gerade richtig sage. Und wenn ich dann wieder auf Deutsch switche. Erstmal ja, komplett Gehirnreset. Genau, guck mal, das Ding ist bei mir, im Deutschen sage ich so oft eine Zahl falsch, weil ich das so denke wie im Englischen oder im Italienischen, weißt du. Ja, bist halt dumm. Nee. Entschuldigung, der war vorgelegt, den musste ich nutzen. Eine gute Vorlage, ne? Ja, auf jeden Fall richtig abgefuckt. Also Französisch sowieso generell super abgefuckt. Das Ding ist halt, die sind auch nicht so wie andere Länder, wo du, wenn du so ein Schnipsel kannst, die sich alle freuen, dich gut behandeln, dir versuchen zu helfen. Nein, nein, Franzosen legen Wert darauf, dass du fucking Französisch sprichst. So, aber richtig. Machst du Fehler, verstehen die dich auf einmal nicht mehr. So als ob dieser eine grammatikalische Fehler dazu führt, dass du den Inhalt meines Satzes nicht verstanden hast. Dummes Stück Scheiße, aber ich hasse Frankreich. Aber ich hasse Frankreich richtig. Ich war mal surfen in Frankreich. Mhm. Du warst surfen? Ja. Gibt's Bilder? Bestimmt. Ich habe mehrere Jahre, war ich im Sommerurlaub immer surfen. Krass, Alter. Nur Witze, du erzählst manchmal so Sachen, da denke ich mir, du bist schon 80 Jahre hier auf dieser Erde. Ja, bin ich auch, Alter. Und da war auch ein Skatepark. Ich habe mein Skateboard extra mitgenommen. Ja. Bin da skaten gegangen und dann kam ein Franzose. Und dann hat er mir auch auf französischen Witz erzählt, ne? Wie nennt man Leute, die drei Sprachen sprechen? Trilingual. Wie nennt man Leute, die zwei Sprachen sprechen? Bilingual. Wie nennt man Leute, die nur eine Sprache sprechen? Franzosen. So. Und er hat es gut zusammengefasst, weil sein Englisch war auch katastrophal. Wir haben uns mit gebrochenem Französisch unterhalten. Waren wirklich nette Menschen, aber der meinte auch so, ja, hier die Englischbildung, absolute Katastrophe. Mhm. Die Leute hassen das. Ich check's halt nicht, ne? Ja. Es ist halt eine Weltsprache, so lernt die Scheiße auch. Nein, wir sind stolz drauf, Franzosen zu sein. Ja, die sind aber, man muss halt dazu auch sagen, Franzosen sind jetzt nicht die einzigen, die das nicht so krass können, ne? Also es geht nicht ums Können, es geht darum, der Wille, weil Franzose denkt immer noch, ja, in 1783, wo die mal eine Kolonialmacht waren, halb Afrika da belagert haben und jetzt denken, oh nee, die sprechen alle Französisch, dann kann der Rest der Welt das doch auch. Mm-mm. So, Digga, nein. Ja, das Ding ist halt, ich glaube, keine Ahnung, ob die das in der Schule beigebracht haben. Ja, aber schlecht. Weil die alle keinen Bock drauf haben. Ja, aber zum Beispiel, ich kann ja sagen, in Italien, beziehungsweise auf Sizilien, ne, also wahrscheinlich in Norditalien, das Ding ist halt, Italien muss man so in Nord- und Süditalien unterteilen, so ein bisschen. Das ist halt schon so. Ja, und ein bisschen in Österreich noch. Also Norditalien ist halt so das reiche, die reichere Gegend, ne, auch die. Ja, aber du hast ja noch den ganzen Norden, also da Chiemsee-Area. Ja, aber davon rede ich gar nicht. Da reden die ja sogar zum Teil noch Deutsch. Ja, das klar, meine ich ja klar. Also an der Grenze Schweizer natürlich auch noch. Ja, ja, genau, ne? Genau. Deswegen, ich sage so, den nennen wir einfach so Mailand, sowas in die Richtung, ne? Da können die locker schon Italienisch und so, ne? Aber Italienisch? Sollten überall können. Englisch, ja. Englisch und sobald du mehr in den Süden gehst, nehmen wir Sizilien, ne? Also die Insel, wo meine Verwandten sind, Digga, da Englisch, kannst du vergessen. Das Ding also ist, es wurde jetzt besser mit den Jahren, ne? Aber so vor 10 Jahren hättest du vergessen können. Aber es ist schöner da, finde ich. Auf Sizilien? Ja, einfach natürlich. In südlicheren Italien. Nein, guck mal, das Ding ist, südlich Italien ist wirklich eines der krassesten Gebiete, die es gibt, finde ich. Also meine persönliche Meinung, es ist auch absolut mein Lebenstraum, dort mal zu wohnen oder einfach ein Haus oder whatever dort zu haben, weil das ist wirklich einfach überwintern und, da. Ja, Junge, oder überwintern ist wirklich krass dort, weil da ist einfach Sommer noch. Ja, ja, deswegen. Hast du solide 18 Grad mehr. Ja, also du hast 18 Grad, manchmal hast du auch 25 Grad, wenn es mal gut kommt. Da kannst du ins Meer schwimmen gehen. Ja, Mittelmeer im Winter ist schon kalt, aber. Ja, aber dann ist doch egal. Du könntest, theoretisch. Du bist nicht 700, dass du instant einen Herzinfarkt bekommst, wenn du in kaltes Wasser gehst. Es ist trotzdem eine Abkühlung. Fair, ja. Also deswegen, also. Es lohnt sich schon, dahin zu gehen. Aber man sollte die ein bisschen. Also, ich denke, also sagen wir mal so, wenn du so ein bisschen Italienisch kannst, so das, wo das. Mangiare. Ist, ne? Mangiare, richtig. Da, wie du schon meintest, dann freuen die sich schon auch sehr. Weil die. Das ist dann für die so eine. Wie so Bestätigung, so vielleicht, so in die Richtung. Denn das Ding ist ja, das ist ja auch was. Du gehst als Gast dahin und das sagt ja, dass du dich zumindest mit irgendwas aus diesem Land beschäftigt hast. Und deswegen freuen die sich natürlich, weil das ist ja auch eine Art von, sich Gedanken machen, einfühlsam sein und weißt du? Und dementsprechend, natürlich freut man sich. Du freust dich doch auch, wenn hier jemand stammelnd Deutsch redet. Du fängst ja nicht an, seinen Satz zu korrigieren. Also ich mache das klar. Immer. Aber, weil du asozial bist. Durst, bitte trinken! Ich habe Durst, bitte geben Sie mir was zu trinken, aber natürlich gerne. Bist du wirklich so? Nein!
Was hättest du mir vorstellen können? Wäre witzig. Sollte ich vielleicht machen. Ja. Ja, gebe ich gratis Deutschstunden dazu. ist ja nicht so, dass du keine Zeit, dass du noch Zeit hast, ne? Ist egal. Die 3 Minuten sollte man sich für seine Mitmenschen nehmen. Das ist nur sozial. Alter, schon wieder sozial. Herzlich willkommen zu unserem Sozialpodcast. Wir haben jetzt wirklich, glaube ich, jede Schiene. Alles. Nee, True Crime haben wir noch nicht. Noch nicht. Ich habe über einen Mord gehört. jetzt haben wir wirklich alles durch. Nee. Nee, das nicht, um Gottes Willen. Ich habe gerade, bevor ich nach hier hingekommen bin, weil es war früher, einen Teil der ersten Folge der Avatar-Real-Life-Action-Serie geguckt. Boah, ich wollte die auch gerne gucken. Das Ding ist, ja. Ich mag den Cartoon zu sehr. Ich habe den Cartoon das letzte Mal gesehen vor 10 Jahren ungefähr. Ich auch, aber ich habe. Ich finde es immer so lustig, dass man es so vor 10 Jahren. Es ist legit vor 10 Jahren bei mir gewesen. Glaube ich auch her, deswegen. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit nochmal Korra geguckt, weil den habe ich nie fertig geguckt, habe ich nur die erste Folge gesehen. Ja, den habe ich noch nie gesehen. Ja, hast nichts verpasst. Und ich fand Korra wirklich scheiße. Mhm. Also, es war ganz cool, von der Animation auch super, die Action, die Story fand ich meh. Muss ich ehrlich sagen, das Ding ist, es kommt ja nochmal eine neue Avatar-Serie und damit du die logisch gucken kannst, musst du, glaube ich, Korra gucken. Hä, hey, weil es kommt doch eine Cartoon-Serie? Ja, mit einem Erdbändiger als Avatar. Nur Erdbändiger? Nein, am Anfang Erdbändiger. Korra ist ja Wasserbändiger, Aang war ja Luftbändiger. Stimmt, ja. Und er ist jetzt Erdbändiger. Okay. Aber ich glaube, damit du alles verstehst, musst du Korra gesehen haben, weil das, was Korra am Ende macht, hat ziemlich krasse Konsequenzen für die ganze Welt. Korra spielt nach Avatar, ne? Ja. Okay. Der Sohn von Aang ist der Meister von Korra. Lol, okay, so tief bin ich nicht mehr drin. Und der ist halt richtig alt schon, der Sohn von Aang. Der hat selber schon Kinder. Okay. Krass, es gibt ja dann auch wieder Luftbändiger mehrere und sowas. Das ist ja nicht mehr nur. Ja, ich will auf jeden Fall dieses Live-Action wieder sehen, weil ich glaube, also ich habe gehört, dass die gut sein soll. Also. Digga, die ist erst seit heute raus. Ja, aber es gibt ja. Rotten Tomato, durchschnittliche Wertung 57. Und ich bin auch gerade bei 57 von dem, was ich bisher gesehen habe, ja. Ja, weil ich habe einen YouTube-Channel geguckt, die meinten, dass, also er meinte, dass es halt, er das sehr mag und dass es gut sein, sein soll. Die Kämpfe sind cool bisher, aber es ist halt nur die erste Folge. Das ist so, was passiert am Anfang, weiß man ja, wo Aang ins Eis geschlossen wird. Das ist bisher, soweit bin ich. Im Prinzip, Katara und Sokka finden den gerade. Soweit habe ich geguckt. Und dann musste ich mich fertig machen. Dann habe ich zu lange geduscht und bin trotzdem zu spät gekommen. Ja, so, aber ist ja nichts Schlimmes. Ist nicht schlimm. Ja, ich hab schon meiner Frau gesagt, immer wenn ich will, dass du um 11 da bist, schreibe ich 10.30 Uhr. Ja, perfekt. Oder wenn ich will, dass du um 9.30 Uhr da bist, schreibst du 9. Perfekt, funktioniert doch. Und ja, auf jeden Fall, da fand ich, dass die Kämpfe sehr, sehr gut choreografiert waren und die haben Spaß gemacht, aber CGI ist eine Katastrophe. Und im Intro benutzen die auch CGI für dieses Feuer. Ja. Wasser. Ist es dieses alte Intro, was die aber nachgesprochen. Ja, okay. Ich hab's auf Englisch geguckt, keine Ahnung, das ist eine andere Stimme im Englischen. Das Ding ist halt, ich habe den Trailer auch so ein bisschen gesehen. Ich glaube, ich habe ihn ganz Toph kommt ja nicht mal vor. Hm? Toph kommt ja nicht mal vor. Nee, ich meine wegen dem CGI. Ja. Das hat schon im Trailer ein bisschen so wieder dieses Netflix-Folge. CGI. Ja, CGI. Deswegen, das sah schon ein bisschen so meh aus. Es sieht auch in der fertigen Serie meh aus. Also die Flammen sehen absolut katastrophal aus. Die haben wir beide gemacht, ne? So, ich fand die sahen halt für eine AAA-Produktion echt nicht gut aus. Das Erdgebändigte, was man bisher gesehen hat, war nicht viel. Das war nur in einer Szene. Meh. Vor allem diese Sachen. Ja, gut für die Podcast-Zuhörer und innen. Schlag, fliegende Steine. Warte. Genau, das meinst du. Dazu will ich noch was sagen gleich. Merkt ihr. da sah auch nicht cool aus. Wasserbändigen hast du jetzt noch nicht viel gesehen, nur Katara macht eine kleine Wasserkugel. Sah aus wie Schlamm. War auch nicht so geil. Und Luftbändigen sieht komplett beschissen aus. Boah, das sieht Wasser, aus, als ob. Wasser ist echt schwer auch, aber, ne? Ja, weil Wasser halt gleitend dargestellt werden muss. Und diese Leichtigkeit, die Wasser halt mit sich hatte, diese leichte Bewegung, das ist reuig zu animieren. Aber ich würde behaupten, gute Studios können das. Ja, klar, aber auf jeden Fall. Millionenproduktionen auch, aber scheinbar nicht, wenn man für Netflix was produzieren muss. Ja, Netflix muss ja sparen, ne? Ist ja nicht so, dass sie ihre Preise immer erhöhen. Ja, richtig. Und Account-Sharing verbieten. Richtig. Die Penner. Khatu, da wollte ich noch was zu sagen. Genau. Also, für mich ist Khatu oder so eine Art Spucken. Und ich habe von Arte vor ein paar Tagen eine Doku gesehen über H.P. Lovecraft, wo die Nacherzählung von Cthulhu, also
The Call of Cthulhu, der Kurzgeschichte machen, die immer so eingeschnitten ist. Und die haben nicht Cthulhu gesagt, sondern Cthulhu. Nana und ich saßen auf der Couch. Cthulhu. Digga, ich spuck dich an, Cthulhu. Dachte ich mir auch so, ey Arte, ihr seid schon echt Premium, was Dokus angeht. Aber überlegt euch das nochmal mit den Leuten, die das einsprechen. Wenn ihr was zu HP Lovecraft haben wollt, sagt Bescheid, ich bin da. Dann spreche ich die Sachen auch richtig aus. Ja, aber ist doch ein schöner Meme-Faktor. Cthulhu, meinst du? Ja. Katastrophe. Also, interessante Doku, absolut. Aber Cthulhu ging gar nicht. Ja, ist doch funny, Alter. Voll. Hast du noch was geschaut? Du tust so, als ob du was geschaut hättest. Ich hab dir gerade drei Sachen aufgezählt. Ich weiß, ich frage ja noch, weil sonst würde ich... überlege gerade, du kannst gerne sonst dazwischen grätschen und wenn mir was einfällt, sage ich das gerne. Doch, ich habe noch was geschaut. Ja. Ich bin noch nicht durch damit, aber es macht richtig Spaß und das kann ich als Empfehlung aussprechen. Ja. Für wenn man südkoreanische Sachen mag. Mhm. Killer Paradox. Kenn ich nicht. Das ist ein junger Mann, der im Studium ist, der will unbedingt nach Kanada. Ja. Und arbeitet in so einem... ja, so ein Convenience-Store, also sowas wie 7-Eleven in Japan, nur halt das koreanische Äquivalent. Ja. Und da kommen eines Abends dann zwei Leute rein und die sind sturzbetrunken, holen sich Kippen, Alkohol und was zu essen. Und einer von denen ist unfreundlicher, der andere ist ganz nett. Und ich fasse jetzt mal ein bisschen die erste Folge zusammen, ohne zu viel vorwegzunehmen, nur um die Prämisse zu erklären. Feuerwarnung. Er bringt einen von den beiden am Ende der Folge um. Okay. Es stellt sich in der zweiten Folge raus. Ich muss ein bisschen spoilern, sonst versteht man den Inhalt der Serie. Hättest du Spoilerwarnungen am Anfang machen müssen, aber ist okay. Ja, kannst du ja reinblenden, Spoilerwarnung. In Folge 2 stellt sich raus, dass der umgebrachte Mann ein Krimineller war, der abgetaucht war. Mhm. Und das zieht sich durch die Serie. Das ist nicht der einzige, den er umbringt. Und jedes Mal stellt sich halt raus, dass das immer Kriminelle sind. Ach krass. Aber der hat trotzdem Gewissensbisse und so. Mhm. Spoilerwarnung Ende. Und es ist halt ein guter Mix aus ein bisschen Crime, Thriller, aber auch Comedy, weil die schon so ein bisschen satirisch gemacht ist. Macht richtig Spaß. Krass, ja, klingt interessant. Also kann ich nur empfehlen, Killer Paradox auf Netflix. Ja. Hat auch irgendwie nur 8 Folgen oder so. Du parallel zu diesen ganzen Mordserien siehst du dann halt auch einen Polizisten, der ermittelt, der mehr auf sein Bauchgefühl vertrauen muss, was richtig ist, aber er hat keine Beweise und so. Ist schon sehr cool gemacht. Ja, das klingt macht doch Spaß. Nice. Klingt doch nice. Ja. Du guckst immer so gute Sachen, ne? Ich gebe mein Bestes, gute Sachen zu gucken, um keine Zeit zu... Nee, ich habe Trunk Locked In letztens geguckt. Ja, also, habe ich auch gehört. Hast du auch bei Krypto Nerd erzählt. Ja. By the way, schöne Grüße an Robin und Dankeschön. Wenn das überhaupt jemand zu hören wird, wahrscheinlich nicht. Ich glaube schon. Ja? Dann nochmal schöne Grüße an Robin. Shoutout geht raus. Doppelt besser. Was wir geguckt haben mit meiner Frau jetzt, ich würd behaupten zum ersten Mal, das ist eine Kindheitsserie, mit der wir aufgewachsen sind. Und wir hatten wieder Bock, die zu gucken. Wahrscheinlich werden viele das als Trash betiteln, aber wir finden es eigentlich ganz cool. Und zwar Hotel Zack & Cody. Noch nie eine Folge gesehen. Noch nie? Nee, krass. Ich bin schon zu alt gewesen dafür. Wahrscheinlich schon. Ich hab's in der Vorschau irgendwo so mal gesehen oder beim Durchseppen früher, als man noch lineares Fernsehen geguckt hat. Noch nie gesehen. Ja, das ist genau das ist Nickelodeon, ne? Nee, Disney Channel. Disney? Okay. Disney Channel, okay. Ja. Das Ding ist halt, ich kenne, glaube ich, Hotels, wie heißt es wohl? Es gibt dieses Kreuzfahrtserie, wie heißt es nur? Zack & Cody an Bord oder irgendwie sowas in die Richtung. Und das fand ich mal. Also ein Spin-off von der anderen Serie oder was? Ja, so eine Weitererzählung. Okay. Ja, würde ich behaupten. Ehrlich gesagt weiß ich das noch nicht, weil wir sind noch nicht da. Aber in meiner Erinnerung so immer so als Kind fand ich dieses Kreuzfahrt-Thema mal sehr nice und auch die Serie sehr cool. Aber wir haben jetzt halt von vorne angefangen, logischerweise. Ja. Ne? Und ja, also ist halt witzig, dass es wieder 4:3 ist, also anscheinend ist es so alt. Ist halt 2005 bis 2007 die ersten drei Staffeln. 2005 war ich zum Beispiel schon 12. Ich glaub nicht, dass ich dafür noch Zielgruppe war. Boah, wahrscheinlich nicht, ne? Also das Ding ist, 2005 habe ich das ja auch nicht gesehen. Da war ich ja 4. Ist ja Quatsch. Wir haben es natürlich später gesehen. Also ja, aber es lief wahrscheinlich noch lange im Fernsehen. Genau, ja, das lief. Aber das Ding ist, wenn es 2005 rausgekommen ist, heißt nicht, dass es in Deutschland 2005 auch noch rausgekommen ist. Darfst du auch nicht vergessen. Ja, klar. Dann eher wahrscheinlich 2006, 2007. Da war ich dann schon 13, 14. Meinst du, das ist dann wirklich was für mich gewesen? Nee, ich denke nicht. Ich habe schon miese Filme mit Evangelion geschoben. Ja, ich sage ja schon, das war so unsere Zielgruppe. Also dieses, wie nennt man das, Millennium?
Millennials. Millennials? Ja. Ich bin Millennium Falkenkuhne. Nee, Gen Alpha seid ihr doch, oder? Nee, Gen Z. Ach, Gen Z, genau, stimmt. Ja, die Alpha ist die so ans Handy, ans Telefon fürs Zeigen macht. Ich habe keine Ahnung. Wie machst du eine Telefongeste, wenn du jemanden anrufen willst? Ja, genau, so. Aber die Generation nach dir, die machen so, weil die nur Smartphones kennen. Foto machen, ich zeig's jetzt mal kurz, tut mir leid an die Podcast-Zuhörer. Ja, yeah, richtig. Die Generation nach dir, also ich habe jetzt eine Kamera nachgemacht, eine Oldschool-Kamera. Ja. Yeah. Die machen so. Also, die machen eine schießen. Smartphone-Bewegung für die Podcast-Zuhörer. Ja. Yeah. Die schießen ein Foto mit dem Smartphone. Ja, wie gesagt, also Second Cody ist eine, glaube ich, für unsere Generation eher so ein Ding gewesen, würde ich behaupten, weil also auch in der Grundschule und weiterführenden Schule hatten wir schon ein bisschen darüber geredet. Keine Ahnung, ja. Ich bin da raus. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall haben wir das geguckt, also gucken wir es gerade und gestern Abend haben wir Ted geguckt. Ach, den Seth MacFarlane-Film? Wie? Seth MacFarlane, hier der. Ich glaube, ja. Family Guy. Kann sein, ja. Mit Marky Mark. Mit Mark Wahlberg. Ja, Marky Mark. Marky ja. Mark. Ja. Weißt du, warum Marky Mark? Nee. Der hatte ja früher eine Boyband, da war er Marky Mark. Echt? Ja! Er hatte eine Boyband, er kann singen? Digga, du bist so jung. Ja, yeah, New Kids on the Block. Ach, hast du wieder Rückenschmerzen bekommen? Ein bisschen. Ja. Aber ich will mich nicht bewegen, weil sonst muss ich furzen. Bitte nicht, Mann, das arme Sofa, ey. Boah, Junge, das wird so nach mir stinken, Alter. Ja, ich muss wieder einfach grün. Ich muss auch wieder zunähen, Alter, ja. Weil da so ein Loch entsteht. Ja, mindestens zwei. Ja, siehst du? Eins ist auch ein schwarzes, ja, und das saugt da alles auf. Ich kann das einfach wieder wegschmeißen, das Sofa. Nee, das Ding ist, wird dann langsam dieses Set hier, nicht deine Wohnung, fressen, weil da einfach ein schwarzes Loch entsteht, weil so viel Antimaterie da drin ist. Ja, also, was kann man zu Ted sagen? Ich hab den auch letztes Mal geguckt. Boah, keine Ahnung. 8 Jahren oder sowas. Ist jetzt der mal. Ist auch, glaube ich, richtig schlecht gealtert, oder? Das, also wie meinst du, vom Humor her? Ja, oder? Weil der ist super flach und super... Ja, also guck mal, ich habe den das erste Mal gesehen Pipi-Kaka-Humor. Mit so 13 oder sowas. Ja, ne? Da ist aber bestimmt witzig. Da war, ohne Witz, also ich habe mich erinnert, ich hab mich als Teenager so kaputt gelacht und so, ne, es war super witzig und ja, also ich fand ihn als Teenager schon super witzig, dann haben wir gestern nochmal geguckt, ich dachte, boah, ja, jetzt Bock drauf bisschen sogar schon. Alter, der ist wirklich von Humor... sehr schlecht gealtert, sehr viele Witze kannst du heutzutage gar nicht mehr bringen. Ja, hab ich mir schon gedacht. Das war so, okay, krass. Und auch, ja, ich habe den, glaube ich, 2,5 von 5 gegeben auf Letterboxd, glaube ich. Also so eine 4 quasi. So als der ist, glaube ich, auch echt scheiße. Nee, 5 ist 2,5 von 5, Kollege. 2,5 ist doch die Hälfte, 50%. 50% ist eine 4. 49%. Ach, du meinst als Schulnote? Als Schulnote, ja, ja, ja. Ich dachte 4 von 10. Nein, so. Nein. Ich meine also 5 von 10 quasi dann, also Schulnote 4. Ja, ja, gerade so, grad so ausreichend. Genau, ausreichend. So, ja. Man kann den gucken, der ist jetzt nicht grottenschlecht, weil ich muss sagen, der Teddybär, ne? Mhm. Ja, man sieht klar, dass es animiert ist und so alles, aber ich finde jetzt nicht so grottenschlecht. So, nee. Weißt du? Also für 2012 ist es wirklich nicht so. Sieht schlecht. Avatar halt schlechter aus. Welcher Avatar? Vorher. Ach so, die Netflix-Serie. Film von M. Night Shyamalan noch schlimmer, mit dem will ich gar nicht erst reden. Boah, der war richtig schlimm. Den habe ich nie gesehen. Ja, sei froh, hast nichts verpasst. Ich dachte, du meinst Avatar. Pandora, nee, der war. Der sieht immer noch besser aus als das meiste, was heute produziert wird. CGI, habe ich das Gefühl. Boah, hast du den geguckt? Also, manche Szenen sind echt wack. Ja, aber der ist von 2009. Ja, ich weiß, ja klar. Also, und da haben die richtig viel Kohle reingebuttert. Das sieht trotzdem immer noch besser. Also der sieht an manchen Stellen wirklich sehr gut aus. Ja. Aber an manchen Stellen sieht er auch wirklich kacke aus wie so ein Videogame. Ja, gut, ist halt aber, so. Weil er ja auch mit Absicht für 3D-Kino gemacht wurde, das auch nicht vergessen. Wusstest du, dass Sigourney Weaver gar keine Zigarette die ganze Zeit als Dings in der Hand hat? Das ist alles animiert. Wo? Bei Avatar. Die ist ja krass. Die Medizinerin. Ja, schon, die raucht. Die hasst Raucher und Rauchen und deswegen wurde das bei ihr animiert. Übrigens, eine Sache noch, ich bin mega dumm. Also sie hasst dich. Auch, alles. Jeden. Ich muss eine Sache korrigieren. Da bin ich gespannt, was kommt jetzt? Ich bin halt dumm. Ich bin richtig dumm, das ist mir erst viel, viel zu spät klar geworden. Und letzte Woche ist mir das noch nicht aufgefallen, weil es mir erst aufgefallen, als ich die neue Folge von uns, die diese Woche rauskam, gehört habe. Also Folge 12? Die Karnevalsfolge, ist das 12? Ja, genau, 12. Ja, genau. Oh mein Gott. Bitte schneid das an den Anfang. Es ist nicht fucking Joe Pesci, der bei Sopranos mitspielt, sondern James Gandolfini. Und ich weiß nicht, warum ich verwechselt habe. Uff. Oh. Und James.
Warum haben wir noch keine Kommentare bekommen? Hallo? Ja, aber das hat mich richtig getriggert. Also ich habe mich selber getriggert. Ich hatte die ganze Zeit im Kopf und ich so, nein, das muss ich richtig stellen. Ich habe es gerade fast wieder vergessen. Fucking James Gandolfini. Aber James Gandolfini ist halt der perfekte Italo-Amerikaner, glaub mir. Mm-hmm. Das ist perfekt. Ich weiß auch nicht, wie ich auf Joe Pesci gekommen bin. Ich bin einfach dumm. Weiß ich nicht. Ich habe ja den Film nie gesehen, deswegen keine Ahnung. Ich bin dumm. Ist eine Serie. Oder die Serie, ja. Ich habe mich richtig ich war wirklich Ruhepuls 160, als mir das aufgefallen ist. Also man kann auch behaupten, dass du, also guck mal, ich schicke ja die Folgen dir immer vorab. Ne? Du hast ja die Möglichkeit, ja, ich skip immer durch. Naja, war ja klar. War mir schon klar. Nee, nicht bei allen, aber bei der habe ich durchgeskippt, weil ich hatte an dem Tag nicht so viel Zeit. Und dann wollte ich nochmal gucken, dann hat sie auf privat gestellt. Dann konnte ich nicht mehr sehen. Dann wollte ich nicht extra. Ja, aber ich geb dir immer so 1-2 Tage Zeit. Ja, aber ich gucke die eigentlich normalerweise immer direkt und wie gesagt, das ist ja eigentlich. Normalerweise höre ich die einmal zumindest komplett durch und gucke die parallel so durch. Aber da habe ich geskippt, weil ich irgendwie im Stress war und dann wollte ich nochmal gucken und dann war es auf privat und dann wollte ich auch nicht mehr anschreiben, weil ich mir dachte, ja, nee, passt schon, alles gut, alles bestens. Mhm. Und das ist mir dann im Nachhinein aufgefallen und ich so, fuck, ich bin dumm. Ja, es ist ja nicht schlimm, jetzt hast du es ja korrigiert. Wir müssen wissen, dass du ein ganz schlauer Bursche bist. Nee, also Bingo muss gefüllt werden, Alter. War ich schon absichtlich oder so. Ja, du machst alles absichtlich, damit wir immer das Bingo gewinnen. Ja, ich bin für den Zuschauer. Das ist hier meine Sozialprognose. Die ist positiv, habe ich gehört. Ja, by the way, ich hoffe, dass man die Katzen hier im Hintergrund nicht hört, weil eine Katze hat ein bisschen Anfälle gerade. Ja, hat irgendwas genommen, dass sie so einfach hyperaktiv wird. Einfach Hass. Die andere? Hört nicht auf dich, auch gut. Ah doch. Okay. Ja, doch, die hört schon. Ja, man sieht die nicht, schade. Hier sieht man die nicht, ja doch ein bisschen. Man sieht die ein bisschen im Bild. Hast du sonst noch was du erzählen möchtest, lieber Santos? Ja, und zwar habe ich, gestern konnte ich wieder nicht einschlafen, denn ich hatte so eine... Hast du dir diesmal wieder einen Block und Stift zur Seite gelegt, wie ich es empfohlen habe? Passt natürlich nicht, ne? Nee, aber ich bin aufgewacht. Erstmal habe ich vergessen, dass ich das hatte, diesen Gedanken. Ja, nice. Beim Frühstückstisch. Ja, Frühstückstisch. Am Frühstückstisch. Oder beim Frühstück. Beim Frühstücken, richtig, ist es mir wieder eingefallen, oder? Habe ich auch dann meiner Frau erzählt. Und zwar will ich, Welchen weltbewegenden Gedanken? Der ist nicht weltbewegend. Das ist einfach wieder eine YouTube-Idee, die ich hatte, die ich eigentlich schon letztes Jahr umsetzen wollte, die aber nicht so funktioniert hat. Ich komme einfach nicht zum Punkt. Richtig. Du baust so eine Spannung auf. Ich will auch, dass du hier so epische Musik so irgendwie drunter legst. Das wäre mega Bombe. So, diese Gedanke verändert die Welt. Am besten noch den Sprecher von Galileo, Alter, von ProSieben. Santi hat geträumt. Dieser eine Gedanke wird alles verändern. Zum Glück ist er ihm am Frühstückstisch eingefallen. Dieser Gedanke für ein YouTube-Video war... Ich werde... Ich weiß nicht mehr, wie ich das benennen soll. So reingeschissen. Aber es ist, glaube ich, das war ein richtig guter Part. Die Musik hat aufgehört gerade, auf jeden Fall. Also, mein Gedanke war, dass ich... habe hier eine MetaQuest 3... Ja. Und ich will nicht nur in der arbeiten, weil ich wollte ja eigentlich so zum Arbeiten ausprobieren, so ein Review machen, aber dachte ich mir so, nee, das habe ich ja schon letztes Jahr schon mal gemacht, aber nie hochgeladen. Hat mäßig funktioniert. Jetzt funktioniert es sogar ein bisschen besser, so, ne? Aber ich. Das Review nicht vorweg, damit die Leute schon auf Saints Pictures klicken. Es wird niemals ein Review dazu kommen, okay. Denke ich. Sondern ich werde in der leben. Also ich werde wirklich die morgens anziehen und abends erst ablegen, so. Und für wie lange? Das ist ja das Ding, solange ich es schaffe. Mein Ziel sind 7 Tage. Erstmal. Aber wenn es länger geht, dann halt länger so. Gehst du dann duschen? Ja, natürlich, halt duschen natürlich nicht, ne? Aber ist halt logisch, weil sonst machst du dich ja kaputt. Weil mit Schlafen muss man halt gucken. An sich, theoretisch kannst du auch mit der schlafen, aber ist eigentlich sowieso sinnlos, weil deine Augen sind zu, ist eh schwarz, weißt du, ich meine. Ja, aber du kannst dir Musik draufballern lassen über die. Ja, aber du musst ja sowieso oder laden. Oder Wahlklänge. Ja, aber die müsst ihr sowieso laden über die Nacht eigentlich. Ja, okay. Theoretisch gesehen musst du sowieso die ganze Zeit eine Powerbank oder so mit dabei haben oder die ganze Zeit am Strom sein, weil die hält, glaube ich, 2 Stunden maximal oder sowas nur. Wow. Ja, ist halt wie die Vision Pro, die halten ja eh. Also ich glaube, wenn du was machst, sogar nur 1,5 oder sowas. Krass, okay. Die halten echt nicht lange, die Teile. Also das war so meine Idee, mein Plan. Ich weiß nicht, ob ich das umsetze. Ich hab mir schon überlegt, ja, stell mal vor, ich muss dann in der Woche mit Zug oder so fahren. Also, weißt du? Das wäre dann voll wack, aber dann habe ich schon überlegt, ich würde vorne auf der MetaQuest so einen Sticker drauf machen, wo drauf steht, ich habe eine Wette verloren. Schlag mich nicht. Weil es würde schon weird aussehen. Ich glaube, die wird dir einfach abgezogen, wird verprügelt. Ja, kann auch sein. Das Ding ist, es gibt ja ganz viele Videos in Amerika, wo die Leute mit der Vision Pro auf der Straße rumlaufen und bla bla bla. Viele sind natürlich auch Fakes, weil theoretisch gesehen geht das gar nicht, was sie da machen. Okay.
Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber Katzen eskalieren. Ja. aber ich finde, die Apple Vision Pro sieht einfach menschlicher aus. Ja, vor allem, weil du dir da so Augen einblenden lassen kannst. Erstens das, du kannst dir Augen einblenden und die sieht halt aus wie eine Skibrille so ein bisschen. Ja, und eine MetaQuest 3 ist halt richtig abgefuckt riesig. Nein. Mit diesen drei Schlitzen. Die Quest 3 ist gar nicht so riesig. Die Quest 3 ist fast so groß wie die Vision Pro. Ich glaube, Vision Pro ist ein bisschen kleiner. Ja, aber die wirkt massiver, weil da so eine riesige Weißfläche ist richtig. Und mit drei Schlitzen. Das Ding ist halt, drei Kameras halt. Zwei Kameras und ein Leider-Sensor. Ja. Weil das ist halt das Coole, weil du hast jetzt wirklich so dreidimensionales Scannen. Das Ding ist halt, wenn du die Quest 3 anziehst, siehst du halt wirklich aus wie so ein Alien. Ja, Beste. Das weißt ist halt du, wenn du das machen kannst am 11.11., Digga? Das ist eh egal. Ja. Die sind eh alle besoffen. Hättest du jetzt über Karneval machen müssen. Ja, eigentlich fünf schon. Tage MetaQuest 3. Ich lebe darin. Da hätte ja keiner auf die Fresse geschlagen. Hätte gefragt, was machst du für ein Kostüm? Sagst du ja, Silicon Valley Mitarbeiter. Alien. Ah, cool, ja, geil. Facebook Mitarbeiter. Ja, genau. Die sind Meta. Facebook heißt die gar nicht Meta, ne? Meta-Mitarbeiter. Meta-Mitarbeiter. MM. Oder Mediamarkt. Mediamarkt-Mitarbeiter. Ja, also das war so die Idee, die ich hatte. Mal gucken, ob es funktioniert. Also meine Frau hatte schon direkt eine coole Idee. Ja, kannst du direkt die ganze Woche kochen mit der Quest? Weil du kannst ja die Rezepte einblenden lassen. So. Also quasi so mit Webbrowser und alles. Ja, aber nur weil jemand Rezepte hat, heißt nicht, dass er kochen kann. Ich glaube, du verbrennst es. Nee. Sicher? Boah, ich habe einmal nach dem Rezept gekocht. Ich habe dich noch nie kochen gesehen. Ja, kannst du meine Frau fragen, so schlecht koche ich gar nicht. Warte. Christina, kocht Santi gut oder schlecht? Okay. Die Frau hat bestätigt. Bleib, Frau sagt gut. Bleib im Podcast drin. Auch wenn man das nicht hört. ich kann sagen, ich habe einmal was gekocht, was nicht italienisch ist, aber ich koche eigentlich immer so italienisch, ne, in die Richtung. Ja. Und zwar habe ich... Ich habe auch schon mal was nicht Italienisches gekocht. Ja, also klar, dieses so Schnitzelfleisch und Braten, Burger machen und sowas, ne, das kann ich ja auch alles so. Das ist ja, das will ich aber nicht als Kochen zählen. Genau, ich auch nicht, weil das ist ja so basic quasi. Ja, das ist halt, du klatschst was drauf. Genau, das ist ja so Sachen anbraten, sowas. Ja. Ich habe mal so ein, was war es, ein asiatisches Gericht oder sowas gekocht, also halt quasi Reis mit Soße, mit wirklich Schnibbeln. Boah, ich hasse Menschen, die Soße sagen. Soße? Soße, ja. Nicht Soße. Ja, Soße. Sorry. Soße? Soße. Soße. Also wirklich so mit Schnibbeln, mit allem drum und dran, ne? Es war so, wir haben bei einem Lieferantenhersteller, das ist quasi so ein. Quasi, wurden alle Produkte, die wurden dafür geschickt, so quasi. Sag doch einfach HelloFresh. Nein, Picknick. Ach so, ah, da kannst du so bestellen nach Rezept, ne? Genau, ja, das geht auch unter anderem. Also du kriegst manchmal auch so Boxen dafür, wo das ganze Gemüse und alles dafür schon da ist. Alter, ja, da habe ich also wirklich reingeschissen. Also am Ende war das lecker, ne? Aber die Küche sah danach aus, als ob da, keine Ahnung, jemand gestorben ist. Ich habe mal als Koch gearbeitet. Boris, der... Wie alt bist du wirklich? 50. Das ist unfassbar. War ein Nebenjob. Ja, aber du hast schon, wie viel Studiums hast du gemacht? Wie viel Ausbildung? Was hast du denn alles gemacht? Ich habe mal als Koch gearbeitet. Ja, okay. Ich habe eine Kochausbildung gemacht. Nein, habe ich nicht. Als ich 18 war. Als ich 7 war, Digga, was für 18? Ich bringe doch keine Schande über meine Familie, mit 18 erst die erste Ausbildung zu machen. Stimmt. Du hast mit 7 deine erste Ausbildung gemacht, anstatt in die Schule zu gehen, hast du direkt die Ausbildung gemacht. Die Schule war vorher. Also, du bist ein super, super schlauer. Nein, ich bin super dummer. Deswegen hat es nicht so lange gedauert mit Schule. Die haben schnell gemerkt, Alter, das passt nicht. Geh mal arbeiten. Tu was für die Gesellschaft. Die Gesellschaft kann nichts mehr für dich tun. Geh Steuern zahlen. Genau so. Nee, war ein Nebenjob. Klar. Nee, kein Scheiß. Ja, okay. Bei Extrablatt unter anderem. Echt? Ja. Krass. Da war Mittwoch immer die Hölle, weil Mittwoch war alles zum halben Tag. Zum halben Preis. Zum halben Tag? Ja. Der volle Preis zum halben Tag. Voller Preis dauert einen halben Tag, bis dein Essen fertig ist. Ja. Nee, war alles zum halben Preis. Und jetzt arbeite ich eine traumatische Erinnerung auf. Ich habe immer extra Mittwochs die Frühschichten genommen, weil spät wolltest du nicht haben. Und da waren die Leute, die kamen aus ihren Höhlen gekrochen. Wenn ich zum Beispiel an einem Freitag eine Frühschicht hatte. Ja. Zwei, drei Frühstückskörbchen, ne, mit kleinen Croissants, Brötchen, Aufschnitten und so einem Grotz. Mittwochs im Durchschnitt 20 bis 25. Was, Junge? Die Bude hat gebrannt. Die Leute waren da, haben gegessen, wurden rausgeschickt. Ja, Gefühl. Ja, wenn du alles zum halben Preis kriegst. Ja, klar.
Und wenn du dann in der Frühschicht bist und dann schon die, so die ersten Leute in ihrer Mittagspause für Burger kommen. Ja, okay, fair, ne? 7 Euro für ein Burger-Menü war schon günstig. Boah, das ist echt günstig. Dafür, dass du einen verhältnismäßig großen Burger kriegst, eine Portion Fritten und ein Getränk. Ja, wann warst du dort? In meiner Abi-Zeit, da habe ich ja im Studium dann noch ein bisschen gemacht, aber... Ja, also vor so 10, 15 Jahren. So. Vor so 40 Jahren, genau. 40 Jahre. Ich glaube dir gar nicht mehr, dass du 30 bist. Du hast einen gefälschten Ausweis. Vor 12 Jahren oder so war das. Nana, wirklich, das Ding ist halt, guck mal. Nana ist älter. Was? Nana ist 83. Nein, Nana ist jünger als ich. Das Ding ist halt, man kennt ja Nanas richtigen Namen auch nicht, ne? Und über die würde ich behaupten... Nana ist der richtige Name. Okay. Aber da würde ich behaupten, dass dein Alter auch falsch ist. Meinst du? Ja. Also meinst du, ich habe mir 30 ausgedacht so? Ja, ja, ja. Du bist gar nicht 30. Nee, ich bin eigentlich 47. Ja, richtig. Mindestens. Mindestens, Junge. Eigentlich hieß ich auch mal anders. Und ich habe ein Verbrechen gesehen, deswegen bin ich im Zeugenschutzprogramm. Zeugenschutzprogramm, ja, Alter. Ja. Scheiße, ich muss wieder ins Zeugenschutzprogramm, ich will mich verraten. Nein! Wir haben noch ein Thema, worüber wir reden könnten oder wollen. Und zwar machen wir für den Nerdpictures-Kanal auch jetzt mal zum ersten Mal keine Podcast-Videos, sondern wir machen so eine Art, wie Boris es nennt, Vorstellungsvideos. Deswegen wichtig, Spotify-Zuhörer abonnieren auf YouTube. Ja. Und reingucken, weil das kommt nicht auf Spotify. Man könnte es auf Spotify hochladen, aber das verliert die Ästhetik und den Sinn. Nein. Also, sorry Spotify, aber nein. euer Videoplayer ist kacke. Das Ding ist, es ist halt auch in so einem Format gedreht, dass es auf dem Spotify-Player nicht cool aussieht. Es muss schon querkant geguckt werden. Kannst du ja bei Spotify. Ach, kannst du das drehen? Natürlich. Ich dachte, das kann nur in dieser Mini-Vorschau sein. Nein, du kannst okay, dann drehen. Never mind. Ich bin halt alt. Ich bin 48. Du kannst auch in Spotify auf dem PC zum Beispiel im Vollbild das gucken. Ah, okay, das alles. Ich nicht. Nur du kannst halt die Qualität da nicht selber einstellen. Ah. Also deswegen guck auf YouTube. Genau. Wir lieben euch trotzdem. Man muss auf jeden Fall YouTube abonniert haben, wenn, wie gesagt, auf YouTube kommt nicht nur Podcast, sondern auch noch mehr Content, wie jetzt unsere Vorstellungsvideos in Anführungszeichen. Das erste Video wird höchstwahrscheinlich von Boris sein, weil meins haben wir noch gar nicht gedreht. Ja, das wollten wir gleich noch drehen, ne? Wir wollen das gleich drehen, ja. Wir schauen noch, was wir machen, ehrlich gesagt. Das schauen wir noch. Aber Boris' Video, muss ich sagen, ist echt schon nice geworden. Ich war noch nicht im Schnitt, aber wir haben schon 80% abgedreht. Mir ist noch heute Morgen eingefallen, was wir noch abdrehen müssen. Nein, müssen wir noch was? Ja. Was? Deine Brettspielsachen und so. Du hattest ja so Sachen mitgenommen im Auto gehabt. Das müssen wir alles abdrehen. Ja, egal. So, wo sind wir stehen geblieben? Video abdrehen. Bei deinem Video abdrehen, richtig. Und dass dein Video bis jetzt eigentlich schon hoffentlich ganz cool wird. Also ich finde, die Bilder sind sehr schön geworden. Boris feiert die auch, weil er hat sein Profilbild seit Jahren mal wieder geändert. Ja, nach 5 Jahren. Ja, das ist krass. Legit, das alte war von 2019. Echt? Ja. Krass, Alter. Dachte ich mir so, als ich das gesehen habe, dachte ich so, oh, cooles Bild. Und dann habe ich kurz 2 Sekunden gebraucht, woher du das hast. Von dir? Ja. Ja, schon bei der Szene gefällt mir etwas nicht, aber das ist halt ein filmisches Auge. Ich habe dich quasi von der falschen Seite abgefilmt, weil... Nee, hast du nicht. Soll ich dir sagen, warum? Warum? Weil die Reflexion die Geschichte erzählt, was passiert. Richtig, dann habe ich, also klar, ich wollte das auch mit der Reflexion machen, ne? Ja. Also daran habe ich auch schon gedacht. Ihr werdet es sehen, wenn das Video rauskommt. Ihr werdet es sehen, wenn es. Ist das Video nicht schon raus, wenn das Video kommt? Nein, das schaffe ich. Oder? Doch, theoretisch schon schaffe ich das. Das könnte man eigentlich schaffen, oder? Ja, das Ding ist halt, aber ich habe überlegt, dass wir das vielleicht nicht zeitgleich machen oder sowas. Weil. Muss ja nicht zeitgleich, kann ja am Freitag oder so rauskommen oder am Mittwoch, ist ja scheißegal. Ja, am Mittwoch wäre vielleicht gut. Wenn wir und dann eine Woche später nochmal meins. Ja. Ne? Ja, okay, machen wir so. Weil dann kann ich eben kurz. Kannst du auch morgen zu mir kurz vorbei oder so? Nimmst die Kamera mit und wir filmen da ab, wie ich würfel. Ja, bei dir ist es, glaube ich, auch besser, weil es ist authentischer. Weiß ich nicht. Doch. Mit dem ganzen schwarzen Wänden, die da sind, ist es besser. Den Maul? Was für schwarze Wände? Ja, das ist bei dir in der Höhle, wo du wohnst. Ja, dunkel. Genau. Ja. Also das Video nach der Besichtigung könnten wir das machen. Stimmt. Da kannst du kurz bei mir vorbei. Ja, was haben wir heute? Freitag? Ja. Morgen ist ja schon Besichtigung. Ja. Stimmt. Gut, dann drehen wir morgen. Und jetzt habt ihr es miterlebt, wie wir live diskutieren, richtig. Also die Besichtigung ist für ein neues Studio. Richtig. Wir wollen noch ein zweites Gebäude kaufen, damit wir eine zweite Kulisse haben. Richtig. Also dann werden Videos immer im Wechsel kommen. Die Videos, die exklusiv für YouTube sind dann hier gedreht. Und die Videos, die auch als Spotify kommen, werden dann im anderen Studio gedreht. Freut euch auf die Videos, die kommen werden. Das wird sehr, sehr lustig. Nicht lustig, wird sehr schön. Also hast du da schon irgendwas vorgeschnitten? Nein, noch Video? Gar nichts. Ich hab noch gar nichts daran gemacht, weil ich habe noch für Eraser Sachen gemacht. Ja. Das kann man ja so sagen. Du bist Influencer.
Ja, theoretisch, nein, ich bin kein Influencer. Ich fand deinen Blick auf den Kaffeeautomaten sehr witzig. So fühle ich mich immer, wenn der Kaffeeautomat leer ist und Wasser nachgefüllt werden muss. Kannst du nur dieses Frame einblenden, wo du guckst? Ja, also jetzt seht ihr kurz, was ich für Eraser, so ein Blick, was ich gemacht habe für Eraser. Ja, super. Ja. Yeah. Fand ich super. ja, gut, ich glaube, das war's mit der heutigen Folge, weil jetzt kommt nur noch Nonsens. Ja, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns auf Spotify gern ein Follow und 5 Sterne da, dann werdet ihr schöner und euch wird ein Maserati geschenkt. Dänisch ist Testimonial. Auf YouTube gerne ein Abo dalassen, auch für die nächsten kommenden Videos und eine positive Bewertung. Schreibt uns gerne Kommentare, wie ihr denn manche Sachen so seht, die wir hier diffamieren. Und, beziehungsweise ich sage, die ist ja immer nett zu allem, komischerweise. Und, ja, ist doch so. Einer muss ja nett sein. Nee, sehe ich nicht. Doch. Nee. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Fucking retard.